Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Dwang Ninjas. Was wäre, wenn zwei Fusionen sich fusionieren, zum Beispiel Gotenks und Gogeta? Diese Fusion wäre natürlich unglaublich stark, so viel ist schon mal sicher. Doch wie stark genau, kann man nicht sagen, nur eben unglaublich stark oder total overpowered. Aber wie wäre es bei der Fusionszeit? Wäre es immer noch 30 Minuten oder mehr? Das ist ja nicht wirklich bekannt. Da es nie zu so einer Situation gekommen ist und wohl auch nie kommen wird, doch vielleicht kommt es in Dragon Ball Super, doch ich denke eher nicht. Bei der Fusionszeit denke ich aber, dass die Zeiten von den beiden Fusionen zusammengerechnet werden würden, also eine Stunde. Bei einer Verwandlung würde die Zeit sehr schnell runtergehen, bei dieser unglaublichen Kraft. Als Super Saiyajin 3 bei einer 4-Mann-Fusion würde von der 1 Stunde, also 60 Minuten, bestimmt nur 15 Minuten übrig bleiben. 15 Minuten, rund 50 Dragon Ball Folgen, müsste doch hinkommen, oder? Und beim Turnier der Kraft ist ja eine 20-Minuten-Folge nur eine Minute. Daher wären die 15 Minuten 100 bis 200 Folgen. Okay, wieder ein kleiner Scherz am Rande oder auch ein Fünkchen Wahrheit. Zum Fazit, diese Fusion wäre unglaublich overpowered. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!